die Tür ist schon drin und das Dach ist noch nicht drauf. Dennoch, Tag auch, ne? Bei minearbeit.de. Der Vorbodler ist hier am Werk. Mit vielen lustigen Sachen, die da nie ausgehen, mit materialmäßig so. Wir spielen hier Minecraft und haben uns einen schönen Skelett-Spawner gesichert. Na du, machst du denn hier? Aber weißt du was? Ich wechsle mal eben der Texture-Pack. Oh, la, hier genau auf 1.0 extra gehe ich jetzt mal hier. Zack, zack. Mach voran, da sind wir schon. Jawohl. Ja, so habe ich mir das so vorgestellt als Runterlauf. Ich denke mal, hier können wir auch mal eben schnell ein bisschen die Mauer befestigen hier. Auch einfach mal erstmal so, damit schöner machen wir es dann später noch. Erstmal, da, damit da schon mal so ein bisschen was steht. Genau aus diesem Grunde, ne? Das ist natürlich jetzt schade, jetzt können wir hier noch nicht weiterarbeiten in der Nacht. Das wäre natürlich unheimlich gut. Aber gut, das macht jetzt auch nicht. Wir laufen schnell zurück und schlafen. So, und ich hatte auch eine gute Nacht und ich hoffe, ihr hattet auch eine gute Nacht. Hab noch ein bisschen kurz Sand in den Ofen geschmissen, damit wir daraus Glas herstellen. Hier kommen nämlich jetzt erstmal so ein paar Fenster rein. Das gefällt mir auch so nicht. Wollen wir die machen hier? So. Mal gucken, wie wir hier anstellen. Soll ich so anstellen? So, dann haben wir nämlich hier langsam mal ein bisschen Form in der ganzen Geschichte. Machen wir mal eben da die andere Ecke noch. Wie machen wir das denn? Das passt doch dann, ne? Ja. Ich mache gerne als erstes so die Ecken immer so über Kante. Ja. Die Ecken über Kante. Genau, und jetzt kann hier nämlich, ich habe ein bisschen Glas mitgebracht. Erstmal so ein bisschen, ja super. Egal, wir kriegen das hin. So. Na Schwein. Du staunst auch, ne? Ja. Na. Ah, ja. Da ist er, ne? Nochmal gucken. Oh. Soll hier auch eine Scheibe rein? Ja, ne? Das ist doch dann gleich ein bisschen freundlicher. Ein freundlicher Arbeitsplatz unserer Bogen- oder Pfeil- und Knochenfabrik. Hier ist definitiv noch irgendwas unter uns. Also, hört euch das mal an, da. Oh, das ist aber nicht hoch genug hier, ne? Muss ich nochmal, da muss ich aber noch eine Lage oben drüber bauen. Ich, tut mir leid, ich bin wieder ein bisschen am Schniefen auch, ne? Also meine Nase, die kitzelt mich auch wieder heute. Ich hatte heute, es ist jetzt also, wo ich hier so noch drehe, ist gerade noch Samstag, ne? Und ja, ich hatte eine glorreiche Idee auch. Wie ihr wisst, bin ich ja Musiker und alle Musiker, haben eine Kiste mit so ungefähr 500.000 Kabeln drin. Ja, die da auch alle schon in der Kiste so, ja, wahrscheinlich so um die 100 Jahre liegen. Und heute hatte ich halt die glorreiche Idee, also von solchen Kisten habe ich zwei, ja. Und ich hatte die glorreiche Idee, da heute mal reinzugucken, um da mal so Kabel auszusortieren und Kabelsalat zu entfernen. Und, boah, ne, was man da alles findet, ne, an Zeug, also... Unglaublich, ne? Also wisst ihr, so Klinkenkabel, XLR-Kabel, Kinch-Kabel, ne? Kaltgerätestecker, all diese Sachen, ne? Naja, aber dabei habe ich dann halt irgendwie ein bisschen Wind gemacht, ein bisschen Staub aufgewirbelt, ne? Seitdem läuft mir jetzt hier wieder meine Nase bekloppt. War eine glorreiche Idee. Ich habe auch irgendwie, ich glaube, von den 500.000 Kabeln habe ich zwei Stück weggeschmissen. Das waren Telefonkabel. Weißt du, Henker, wozu man heutzutage noch Telefonkabel braucht, ne?
Eingangsbereich, ja. War doch noch irgendwas? Ja, so, guck mal. Also wenn hier nicht noch ein Spawner in der Nähe ist, dann fresse ich aber hier einen Koppelstein. Das nehmen wir jetzt auch mal mit. Dann bauen wir schon mal nach unten. Also Dach vielleicht noch drauf. Dann können wir nämlich ungestört. Ungestört ein bisschen weitermachen. Vielleicht mache ich das jetzt einfach so. Das Dach. Vielleicht kletter ich auch noch mal rauf. Aufs Dach. Zwecks Beleuchtung. Da sollte man immer ein paar Fackeln hinstellen aufs Dach, weil. Hallo? Genau dahin. Oh, dahin. Ja, weil sonst spawnen da oben auch Viecher. Und da hat man die auf dem Dach sitzen. So, weil Spinnen ist das ziemlich lästig. Die hängen dann da rum. Wie so Gesocks, ne? Und greifen einen an. Ich Schussel hab natürlich auch schon die Werkbank abgebaut. Komm, bau die mal wieder auf. Du hast da hier überhaupt nicht genug von den Halbhölzern. Lalala, ja, super. Hast du wieder gut gerechnet. Ab und zu wäre Rechnen vielleicht auch mal ganz gut, ganz praktisch. Man spart da doch ein bisschen Zeit mit. So, 20 durch 3, das geht ja auf jeden Fall. Ne, so. So. Seht ihr, wie das geht? Bleibt ein kleiner Rest, aber macht ja nichts. Wo bin ich denn raufgegangen? Bin. Ach so, wollte ich gar nicht. Doch, muss ich aber, sonst komme ich da hinten nämlich nicht hoch. Ja? Und wenn man hinten nicht hochkommt, dann kommt man auch dann vorne nicht runter. Wo sind denn jetzt meine Halbsteine, Halbhölzer? Und was macht das Schaf da immer da? Die sind ja wirklich unkaputtbar, die Schafe, ne? Wenn man die nicht erschlägt, dann stehen die da tagelang rum. Weiter geht's. Jetzt nehme ich an, mach ich das Dach her. Das sieht nämlich gut aus. Wenn man das so macht, so ein bisschen. Da hast du halt rechts und oben so einen schönen Rand drauf. Da kann man vielleicht wirklich nochmal später hier so eine kleine Aussichtsplattform oder was drauf bauen. Ja, super. Ach, Mann. Ja, okay. Drei Stück waren das jetzt noch, die fehlten, ne? Guck mal. Guck mal, wie das passt. Wie schön. Und ich bin hier schon wieder so leichtsinnig runtergesprungen, ne? Das ist ja echt inzwischen eine Krankheit. Aber ist noch alles okay. Ist alles noch okay. Ich habe genug Fleisch dabei. Also macht euch keine Sorgen um euren armen Vorbuddler. Ich werde jetzt nicht ja, verhungern und vom Fleisch fallen. Schon länger kein Creeper-Angriff mehr erlebt, ne? Fällt mir nur so gerade auf. Ist ja doch eigentlich eher bei uns so Programm hier. Ne? Hier ist es dunkel drin, das sehe ich auf Anhieb. Jetzt positionieren wir ja auch direkt mal so ein paar schöne Fackeln. Da würden die doch gut hinpassen. So immer, so. Ach, schön. Dann da, ja. So und so. Du wärst jetzt mal woanders. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob das passt. Hier hinter ist also die Falle. Oh mein Gott, ist das hier dunkel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hasse das. Ne? Das ist Nicht-Gehlicht. So, oha. Okay. Was haben wir denn hier noch zu machen? Da ist jetzt hier, da ist so. Oh, wie weit sind wir denn überhaupt? Sind die Zombies jetzt vielleicht sogar in dem Dungeon drin? Nein. Oh, so, wir müssen auch viel tiefer noch. Ah, wir müssen aber noch viel tiefer. Was mache ich denn hier bloß? Ja, das ist aber noch wirklich. Wie tief ist das denn jetzt noch? 1, 2. Und dann kommt erst der Boden vom. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jo. Okay, dann ist das aber auch. Ich dachte, ich wäre schon einigermaßen unten und habe dann auch schon hier meine Treppenkonstruktion halbwegs beendet.
Das war dann alles mehr oder weniger für die Katz. Da das ja noch nicht tief genug ist. Und hat wieder keiner gesagt. So. Ich kann mich ja in der Zeit mal ein bisschen mit den Zombies unterhalten. Wie machen die das immer? Das kriege ich auch hin. Und die ist eigentlich. Und dann dieses Viren. Das ist, als würde der so was für sich so Rotze hochziehen oder so, ne? Ekelig! Ich will das nicht. Ist dunkel geworden. Aber das stört uns nicht, denn wir sind jetzt hier in einem geschlossenen Raum. Das sieht cool aus dann hinterher so mit der Treppe. Wenn das jetzt vielleicht noch. Mache ich das hier auch nochmal so. Und dann sind wir weiter unten und dann ist das alles schön. Und gleich stoßen wir auf Zombies. Ja. Meine Güte nochmal. Oh, seht ihr mal her. Ach ja, schön, da können wir jetzt mal wieder ein paar Fackeln hinhängen. Das sollten wir auch tun, weil das ein bisschen gefährlich wird hier. Jetzt sollten wir doch eigentlich auf Bodenhöhe sein, oder wie ist das? Auch hier der Kletterturm, der muss auch mal weg, ne? Also ein Übrigbleibsel vom Trockenlegen. Ja, du bist doch ein doofes Schaf. Ihr seid alle nicht so besonders helle, glaube ich, ne? Du und deine Kollegen da. So. War was? Können wir weitermachen. Pass auf, dann sind wir jetzt hier auf Bodenhöhe von dem Dungeon. Das reicht natürlich noch nicht, denn wir werden den ja noch ausgraben müssen. Und zwar. Oh, nochmal zwei tiefer, ne? Auf jeden Fall, ne? Ja, das mache ich auch mal so zufällig, wie das so kommt. Oh. Wenn ich den kriege, den Zombie. Ich will jetzt, ich könnte ja, ne? Aber ich will jetzt irgendwie gar nicht auf die F3-Taste drücken, weil ich das so irgendwie viel lustiger finde. Wenn wir die mal irgendwann einfach so finden. Auf ein bisschen vorsichtig jetzt sein beim Graben, damit ich hier nicht vielleicht in irgendeine Höhle falle oder was, ne? Man weiß ja nicht, was hier ist. Vielleicht hat es neben mir oder unter mir vor allem einen Raum. Da fällt man dann gerne reinkommen. Das kann. Die Höhe kann bestimmt auch noch weg. Da wette ich mit euch. Und wenn ich auffüllen, kann man immer. Dann würde ich auch sagen, als nächstes verkleide ich dann mal die Wände auch schön, dass das wieder nett aussieht hier. Und bei der nächsten Folge versuchen wir da mal wirklich da so den Schnetzler soweit fertig zu bekommen, ne? Bis dahin danke ich mich erstmal fürs Zusehen und das hoffe, dass euch macht euch jetzt immer noch Spaß und guckt auf minenarbeit.de, ne, wenn ihr das noch nicht kennt. Und ja, bis dann mal wieder, ne? Ciao.